für meine Kinder. So zwischen dem Putzen, Einkaufen und Kochen. Als nächstes mache ich Gurke mit Karotte. Gekocht ins Einmachglas mit Kräuter, bisschen Essig, Knoblauch, Zehen. Und dazwischen habe ich gedacht, ihr denkt bestimmt an mich, dass ich euch wieder von Tipi vorlesen soll. Habe ich nämlich so mir gedacht und gehört in euren Gedanken. Das stimmt doch. Und deswegen lese ich euch noch was vor, denn wir haben auch noch nicht alles vorgelesen. Alle haben Probleme. Ich hatte überhaupt keine, solange ich wild in Afrika lebte. Dann sind wir nach Paris zurückgekehrt und dann sind wir nach Madagaskar gefahren. Da hat es angefangen. Madagaskar, dachten wir, ist ganz wunderbar. Aber dann, als wir angekommen sind, haben wir gesehen, dass wir uns geirrt hatten. Es gibt viel Bosheit, also Aggressivität, gell? Haben wir ja gesagt, dort. Und die Kinder sind sehr unglücklich. Oh, viele von ihnen sind krank und sterben. Oh nein, Tibi, das ist ja furchtbar. Ein Land kann noch so wundervoll sein, wenn es dort Bosheit oder Aggressivität gibt, ist es eine Katastrophe. Ich will lieber nicht mehr daran denken und mich nur an meine Chamäleon dort erinnern, an Madame Rosé, Thelma, Louise, Mr. Green und N. Cross Max, der König der Grimassen mit seinem gemeinen Charakter. Also das sind alles seine Chamäleons. Was ich am Leben liebe, sind die Abenteuer. Die Erwachsenen denken, dass es ein Abenteuer ist, bei den wilden Tieren in Afrika zu leben. Sie täuschen sich ganz gewaltig. Ein Abenteuer ist es, beispielsweise Bonbons und Kuchen in der Küche zu stibitzen, um sie heimlich auf der Toilette mit der Lieblingsfreundin zu essen. Oder geheime Aufträge zu erfinden, um seine Angst zu überwinden. Oft nennen die Erwachsenen diese Abenteuer Dummheiten. Das kommt, weil sie keine Ahnung haben, aber wirklich. Wenn es nur immer schön sein könnte, das Leben, es wäre nie langweilig, wenn es nur super tolle Abenteuer geben würde. Man könnte sogar sagen, das ist das Geheimnis des Glücklichseins. Abenteuer erleben. Aber nur, wenn man sich Abenteuer ohne Probleme aussucht. Oh ja, Tippi, und ein wieder ganz schönes Bild. Ich glaube, die Probleme kommen, wenn man groß ist. Nee. Guck mal. Ist mein Halbaffe aus Madagaskar. Er war in meine Babypuppen verliebt. Er war in meine Babypuppen verliebt, ungelogen. Er stellte sich auf die Hinterpfoten und küsste sie auf den Mund. Ich glaube, manchmal hielt er sie für Ken. Ich habe ihn dort zurückgelassen und ich will lieber nicht mehr über ihn sprechen, sondern versuchen, ihn zu vergessen. Wenn ich an ihn denke, werde ich zu traurig. Nie vergessen. Traurigkeit. Hab die schöne Erinnerung, dann ist er immer bei dir. Man muss nicht traurig sein, weil wir leben alle in einem Kosmos. Und die nächste Geschichte? Oh, da ist noch viel. Gibt's zum nächsten Mal, meine Liebsten. Tschüss, eure Mami Tammy.